Bei einem Brand in dem Bürotrakt eines metallverarbeitenden Betriebs in Ganderkesee wurden 4 Mitarbeiter leicht verletzt. Die Ortswehren Ganderkesee und Falkenburg waren mit 30 Kräften vor Ort. Weil zunächst befürchtet wurde, dass durch das Feuer in dem Betrieb giftige Dämpfe freigesetzt wurden, gingen 2 Trupps unter schwerem Atemschutz ins Gebäude. Brandursache war offenbar ein Teelicht, das auf der Fensterbank des Büros Papier in Brand gesetzt hatte, wie die Polizei mitteilte.